Jemaya, Paartherapeut und Beziehungscoach. Diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Morgen, Freitag, 28. August, 18 Uhr geht es los. Für 28 Stunden, bei vielleicht 28 Grad, gibt es den Code 28 Grad ohne Leerzeichen. Mit 28%, 28%. Haut rein, deckt euch richtig ein mit Kursen und was auch immer. Bootcamps auch in München und in Berlin und so weiter und so fort. Und heute haben wir das schöne Thema. Ich möchte kein Kind mehr haben, ist das okay? Gut, das gibt es noch zu sagen. Morgen kommt auch der Datingkurs für Frauen raus. Nicht zu vergessen. Ist echt cool geworden, finde ich. Haben auch schon echt viele gekauft. Und ja, hol den dir noch. Ist ja dann auch das letzte Mal günstiger. Dann geht er auch auf den dann Normalpreis sozusagen. Gut, und last but not least nochmal ein Hinweis, dass ja auch im November die Ausbildung oder die Fortbildung wieder losgeht zum Leadership Coach, wer sich dafür interessiert. Genau. So, wenn du auch solche Fragen stellen willst, kannst du über ein Formular auf liebeship.de machen. Eine Nachricht von Krasnieschkla. Und hallo Christian, vielen Dank für deine Kurse und Infos. Hier mal ein positives Feedback vor meiner eigentlichen Frage. Ich bin final getrennt und im Nullkontakt und kann wirklich nur jedem dazu raten. Ich hatte in manchen Phasen noch gehofft, man könnte noch Freunde sein, das, was so viele hoffen. Erst wenn man das mal durchzieht, merkt man, dass das echt die einzige Sache ist, die wirklich hilft. Ich hätte es selber nicht für möglich gehalten. Ich mache jetzt nochmal all die Dinge, die mich in der Vergangenheit, die ich nicht getraut habe oder wo ich Angst vor Diskussionen mit dem Partner oder meinen Eltern hatte. Jetzt mit 32 werde ich nochmal ein duales Studium beginnen, was mein Ex blöd findet. Werde mir ein Piercing stechen lassen, was meine Eltern und mein Ex blöd findet. Und einen Motorradführerschein machen, was meine Eltern blöd finden. Ja, das ist ja so das Ende der Co-Abhängigkeit, wenn man drauf scheißt, auf Deutsch gesagt. Was andere denken. Sehr gut, sehr, sehr gut. Es ist zwar manchmal komisch und auch schwierig, aber es gilt nun mal auch für meine Eltern. Auch für die möchte ich mich nicht mehr verstellen. Ich komme langsam aber sicher wieder ins nice, geile Leben. Es kommen zwar zwischendurch immer mal wieder Hürden, aber ich bin zuversichtlich. Nun zu meiner eigentlichen Frage. Da ich nicht mal einen Freund habe, ist diese Frage eher theoretischer Natur. Ich finde sie gar nicht so theoretisch. Und es treibt mich doch um, einfach weil es ja schon eine große Entscheidung ist. Es würde mich interessieren, was du dazu sagst. Ich wäre immer gerne Mutter geworden und war bereits mit 16 davon überzeugt, davon mal ein Kind zu bekommen und eine Familie zu gründen. Mittlerweile bin ich mir aber nicht mal so sicher. Ich habe das Gefühl, dass je mehr ich in die Selbstliebe komme, umso weniger will ich ein Kind haben. Das geht, glaube ich, vielen so. Ist aber für jeden anders. Der eine kommt vielleicht in die Selbstliebe und will ein Kind haben. Der andere kommt in die Selbstliebe und will kein Kind haben. Also es geht ja gerade darum zu gucken, was will ich wirklich haben. Jenseits meiner ganzen Muster, die ich habe, so, ne? Was will meine Seele wirklich? Das ist ja manchmal gar nicht so leicht zu sagen, so. Ja, aber kann total gut sein. Und ich meine, also meiner Ansicht nach gibt es tausend Gründe für Kinder. Es gibt auch viele Gründe, keine Kinder haben zu wollen. Ist ja auch nicht so, dass es jetzt nicht schon genug Menschen auf der Welt gäbe, aber ich persönlich finde, das ist eine total individuelle Entscheidung. Eine der größten Entscheidungen im Leben, weil, ja, es zieht sich natürlich bis ans Lebensende hin, ne? Wie auch immer es dann läuft, sag ich mal. Aber ich gehöre jetzt auch nicht dazu, die sagen, ein Leben ohne Kinder ist sinnlos, überhaupt nicht, also gar nicht. Also, man weiß eh nicht, wie es läuft. So, gut. Es kommen, naja, wo war ich jetzt? Mittlerweile bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich habe das Gefühl, nee, hatten wir schon. Dafür gibt es grob gesagt zwei Gründe. Der eine ist, dass ich das Gefühl habe, als hätte ich mich schon jahrelang um die Bedürfnisse anderer gekümmert, was ja irgendwie auch stimmt.
Als Pluspol ist man ja immer im Außen aktiv und versucht, allen zu gefallen. Genau. Ich möchte aber endlich mal nur auf mich hören und nicht schon wieder auf jemanden Rücksicht nehmen. Total legitim. Aber auch das kann eine Phase sein. Ne? Es kann sein, dass du das dann doch wieder ein Kind möchtest. Also, aber go with the flow. Ne? Also hör auf deine Seele. Ein Kind würde mich in meiner Freiheit einschränken und ich war doch schon jahrelang schon so eingeschränkt. Ja, also ich kann das total nachvollziehen. So. Also bei mir waren es eher andere Sachen, aber ich habe mich damals so ein bisschen Job eingeschränkt gefühlt oder Beziehungen, in denen ich war und ja, mach dich frei. Also im Prinzip hatte ich mit jedem Ex-Freund ein großes Kind. Okay. Zudem glaube ich, und ich weiß, das klingt echt krank, dass ich irgendwie auch jahrelang ein Kind wollte, weil man dann jemand hat, der einen bedingungslos liebt und nicht weggeht. Das denken so viele. Also ich will es jetzt auch gar nicht bewerten, ist alles menschlich, aber das denken so viele. Und es stimmt nur zum Teil. Also erstmal ist es kein guter Grund, würde ich auch sagen, weil man dann im Grunde genommen einem Kind die Aufgabe übergibt, einen bedingungslos zu lieben, was man eigentlich selber machen sollte. Und was dann dazu führt, dass Eltern mehr nehmen von den Kindern als umgekehrt so. Was, glaube ich, ganz oft passiert, wie gesagt, das wird es jetzt gar nicht bewerten, ist menschlich, aber ist vielleicht nicht unbedingt so hochschwingend, wie man es gerne hätte. Und dann liebt einen vielleicht ein Säugling bedingungslos, ob einem jetzt ein Jugendlicher oder erwachsenes Kind noch bedingungslos liebt, ist eine ganz andere Frage. Vielleicht nehmen die auch mit 14 Drogen und man sieht sie nie wieder oder mit 16, aber was... Oder. Also, auch das kann sich natürlich ändern, aber ist wirklich, darauf sollte man echt nicht setzen, aus verschiedenen Gründen. Mir ist es fast peinlich, das zu schreiben, weil es in meinen Ohren echt als falscher Grund erscheint, ein Kind zu bekommen. Ja, guck mal, was für tolle Erkenntnisse du hast. Feierlich. Cool. Der zweite Grund ist, dass ich das Gefühl habe, es würde mir dann eine Abgrenzung von meiner Mutter wieder schwerer fallen. Es ist immer ein wenig mühsam, da sie öfters mal klammert und sich meiner Meinung nach in ihrem Leben sehr über die Mutterrolle identifiziert hat. Jetzt hat sie so gut wie keine Freunde und keine Hobbys. Übrigens ist sie ein klassischer Pluspol und verhält sich nach wie vor so. Ich habe Angst, dass sobald ein Baby da wäre, sie in ihrer Oma-Rolle voll aufgehen will mit Besuchen, Geschenken und so weiter. Ja, den Grund finde ich jetzt nicht ganz so gravierend, weil das könntest du ja lernen, da Grenzen zu setzen. Vielleicht kannst du dir das momentan nicht vorstellen, aber das wäre dir möglich, denke ich. Ich will aber nur eingeschränkten Kontakt zu ihr und weiß jetzt schon, dass sie mich dann nerven wird von wegen, ich bin mal die Oma und ich habe ein Recht darauf, meinen Enkel zu sehen. Sie hat auf gar nichts ein Recht und das könntest du ihr auch sagen, wenn du weiter deinen Weg gehst. Jetzt muss ich mal niesen. Ja. Entschuldigung. Auf diese ganze Unterhaltung habe ich schon jetzt keine Lust. Ja, aber jetzt deswegen kein Kind zu kriegen, wäre vielleicht ein bisschen, würde es zu groß machen. Ich hatte ja auch schon mal gesagt, sie meinte, sie würde sich da nicht so verhalten, aber das bezweifle ich. Ja, das bezweifle ich auch. Ich weiß aber auch, dass ich da Grenzen ziehen müsste, aber alleine schon der Gedanke, mich abgrenzen zu müssen, strengt mich jetzt schon an. Ja, aber das kann, wenn du weitergehst, dann will ich, strengt sich vielleicht irgendwann nicht mehr an, aber den ersten Grund finde ich gravierender. Allerdings habe ich Angst, dass ich vielleicht irgendwann die Entscheidung bereuen werde, kein Kind bekommen zu haben. Gut, ich weiß jetzt, ich kann leider... Ach, du bist 32. Ach, come on, ey, mit 32? Das ist echt noch so... Also ich weiß, ich bin keine Frau, aber ich sage es jetzt mal so flapsig, du hast noch so viel Zeit, ein Kind zu kriegen. Ja, es geht vielleicht mit 32 leichter, aber vertrau aufs Universum irgendwie und also wie gesagt, es kann auch sein, dass du, also das traut man sich zwar nicht zu fühlen, aber es kann auch sein, dass du es bereuen würdest, ein Kind zu kriegen. Das kann, also natürlich liebt man sein Kind dann trotzdem abgöttisch und alles, ist ein heikles Thema, aber nur du weißt, was für dich richtig ist und jetzt ist es scheinbar gerade richtig, kein Kind zu wollen. Und ey, mit 32, also
deine Meinung kann sich noch so oft ändern. Und dann, ja, also es ist, glaube ich, echt nur, also es ist bei dieser Umprogrammierung des Liebeschips, es ist immer ein Problem, wenn man sich einen Zeitstress macht. Jetzt kann ich total verstehen, dass eine Frau, die im Alter XY ist, wie gesagt, ich will mich da jetzt auch gar nicht, bin keine Frau offensichtlich, reindenken, das können Frauen schon besser, aber sicherlich mag es jetzt Alter XY geben, wo man denkt, habe ich aber wirklich keine Zeit mehr. Aber jetzt aufgrund mangelnder Zeit und Stress und wie sagt man, Torschlusspanik in eine Partnerschaft zu gehen, die suboptimal ist, das halte ich für eine ganz schlechte Idee. So, also schick's ans Universum, was auch immer, aber momentan willst du ja eh keins. Genau. Fühlt sich so merkwürdig an, da dieser Wunsch so lange in meinem Leben ein Teil von mir war. Ja, das sind die vielen Sachen, die sich ändern, wenn man seinen Liebeschip ändert. Also sie können sich alle möglichen Vorlieben und Wünsche können sich ändern. Also, ja, kenne ich auch. Ja. Kann es echt mit der wachsenden Selbstliebe zu tun haben, dass der Wunsch zurückgeht? Ja, definitiv. Definitiv. So, was haben wir noch? Habe ich doch alles gesagt, ne? Könnt mir auch gerne weiter Fragen schicken oder Anregungen oder. Und ja, wir sehen uns mal wieder, vielleicht auch mal wieder in einem Livestream. Der letzte war echt cool, war echt sehr viele Leute dabei. In diesem Sinne, wir sehen uns.